Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land, wo gerade ganz viel Holz angeliefert wird. Ab 4. April beginnen wir dann es zu sägen. Wenn Sie eine Alternative zum Fitnessstudio suchen, können Sie sich gerne bei uns melden. Es tut uns wahnsinnig leid, die Untergrumbacher Werkstatttage wieder absagen zu müssen. Aber zum einen wollen wir durch leider immer wieder auftauchende Krankheitsausfälle unsere vereinbarten Liefertermine nicht gefährden. Und zum anderen wollen wir professionellen Veranstaltern keine Besucher wegnehmen. Jetzt, wo sie hoffentlich die erlittenen Verluste ein wenig kompensieren können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf Werkstatttage 2023 ohne Maske, aber mit einem Gläschen Schaumwein und feinem Essen. Für meine Schulfreundin Renate Scharrer, Rektorin AD an vielen Schulen, und ihren Mann Josef dürften wir eine Küche verwirklichen, die, wie sie es beschrieb, viel Freude macht. 1973 kam ich in die 6. Klasse des Heßbrucker Gymnasiums und bis heute sind wir Freunde. Auch eine Schreibtischkundin ist des Lobes voll, nicht nur für den Schreibtisch mit der neuen Ergokante, sondern auch für unser Team, das ihn in München aufgestellt hat. Auch in unserem eigenen Büro tauschen wir gerade einen höhenverstellbaren Schreibtisch aus, den Sie günstig übernehmen könnten. Ebenfalls super günstig bekommt gerade eine Kundin den übrigen Schreibtisch aus dem letzten Newsletter, den wir für Sie umbauen und damit wieder auf unser Nachhaltigkeitskonto einzahlen. In diesem Zusammenhang empfehlen wir den Artikel unseres Nachhaltigkeitsspezialisten Ulrich Grober, der die spannende Entstehungsgeschichte des 50-jährigen Jubiläums des Büchleins Grenzen des Wachstums vom Club of Rome erzählt. Auch unser Schlafzimmerstudio haben wir mit einem neuen Bett und neuer Rückwand modernisiert. Es ist ein Foto vom Glatzenstein, das auf einen leicht anzubringenden und sogar wieder abziehbaren und wieder aufklebbaren Stoff gedruckt ist. Mit dieser Technik ergeben sich wirklich ungeahnte Möglichkeiten der Wandgestaltung. Es muss ja kein Foto sein. Man kann auch sein eigenes Muster am Rechner entwerfen und dann aufkleben. Mit neuen Zimmertüren aus Esche und Glas haben wir die alten aus Röhrenspan während des Urlaubs unserer Kunden ersetzt. Diese erzählten mir beim Fotografieren derselben, dass sie keinerlei Spuren der Baustelle gefunden hätten und jetzt ein völlig neues Wohngefühl im Haus haben. Mit einem kleinen Video bedanken wir uns bei der Firma Weningbau, die uns dank spontaner Hilfe und ihrem LKW-Kran warme Weihnachten ermöglichte. Wir wünschen Gesundheit, Frühling und Frieden und freuen uns wie immer auf Ihren Besuch, bitte immer mit telefonischer Anmeldung. Bis bald!